Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to be a Furry, ein Format in dem ich euch erkläre wie man ein Furry wird, bzw. wie man einer ist, bzw. heute in Episode 2,5 Was ist ein Original Character, bzw. was ist ein OC? Nun erstmal generell, hier geht es ja darum, was ist ein Furry im Allgemeinen und wenn du dich fragst, was ist eigentlich ein Furry, dann blende ich euch jetzt hier in der Infocard zu einem Rückblick auf Folge 0, da ging es darum, was ein Furry eigentlich überhaupt ist. Nun kommen wir dazu, was hat ein OC eigentlich mit einem Furry zu tun? Und das ist eigentlich ganz einfach. Jeder Furry hat eigentlich so ziemlich mindestens einen OC, der mindestens seine Persona ist. Solltest du jetzt nicht wissen, was eine Persona ist, guck jetzt hier in die Infocard. Und dann wirst du hier jetzt einen Rückblick auf Folge 2. Was ist eine Persona? Finden solltest du dich jetzt fragen: Muss ein OC sein Original Character? ein Tier sein, kann ich ja schon mal sagen, nein, das muss es natürlich nicht. Sehr viele verschiedene Fandoms und Franchises haben OCs. Mehr oder weniger ist jeder Charakter jedes Filmes und jedes Buches und alles, was ihr theoretisch so seht, ein Original Character von irgendjemandem, weil irgendjemand diesen Charakter ja erfunden hat. Weil hier kommen wir jetzt zum Punkt, was ist überhaupt ein Original Character? Und ein Original Character ist grundlegend eigentlich nichts anderes als eine Figur, ein Charakter, den sich jemand ausgedacht hat, also in dem Fall ganz spezifisch du dir ausgedacht hast, oder der dir zumindest gehört, weil nur dadurch wird es zu einem Original Character. Die Rechte dieses Charakters gehören dir. Beispielsweise Pokémon sind nicht deine Original Character, die gehören Nintendo. Währenddessen auch theoretisch irgendwelche ganz standardisierten Füchse oder so natürlich auch eigentlich nicht wirklich dir gehören. Aber wenn du diese zeichnest, hier entscheidest, welche Markings alle haben, ist es dein Original Character. Solltest du dich fragen, muss meine Persona denn ein OC sein? Also müssen Charakter, die ich benutze, ein OC sein? Und hier ist die Antwort ganz klar. Wenn du ihn für deine Zwecke benutzen willst, eigentlich schon. Es gibt natürlich bestimmt Charakter, die zur freien Verfügung stehen. Die man bestimmt auch benutzen darf. Mehr oder weniger benutzt man ja auch, wenn man eine Fanfiction schreibt, die Charakter von jemand anderem. Je nachdem, wie die Firma drauf ist, ist das problematischer oder halt eben nicht. Solltest du aber tatsächlich dich selbst darstellen wollen oder mit einem Charakter irgendetwas darstellen wollen, sollte es ein Original Character sein. Hier gibt es aber wieder Leute, die häufig auch sagen: Was ist, wenn ich zu unkreativ bin, um einen Original Character zu designen? Dann kann ich dich hier beruhigen. Es gibt Leute, die mehrere Original Character designen. Und diese Designs nicht brauchen oder nicht benutzen, die diese dann als Adobe verkaufen oder auch verschenken. Gerade im Furry-Fandom findet man sehr viele davon auf Toyhouse. Tendenziell musst du den Charakter nicht selbst erfunden haben, den du benutzt sondern du musst lediglich die Rechte an ihm besitzen. Das macht ihn zu einem Original-Character. Grundlegend ist das ja eigentlich alles nur eine Soft-Version von Folge 2, deswegen ist das auch nur Episode 2,5, weil viel mehr gibt es hierzu eigentlich auch nichts zu erzählen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal gucken, was im nächsten Video dran kommt. Bleibt gespannt, es kommt in zwei Wochen. Bis dann und ciao.